Es ist gerade überhaupt nicht toll. Kommt er da raufgeklettert? Wahrscheinlich kommt er da auch noch raufgeklettert, oder? Hm. Kann ich mir den hier irgendwie anschauen? Berserkerkönig, ich kann mir den allerdings nicht anschauen. Wie viel Schaden würdest du machen? Wieder bloß 4. Mit einer Splittergranate. Könnten wir auch noch das Auto in die Luft jagen. Die Mission wird ein kompletter Fehlschlag. So, eine zerschredderte Rüstung. Jetzt wird er angreifen. 8 Schaden. 8 Schaden ist natürlich eine ganze, ganze Menge. Ich könnte ihn erfrieren zu 100%. Dann mache ich das mal. Gefroren für 2 Runden. Das heißt, einmal eine Heilung für den hier. Warum muss der so verdammt viel Leben haben? Ich hoffe, dass er sich jetzt zurückzieht, ganz ehrlich. Ja, gefroren 1, das ist schön. Also eigentlich nein, gar nicht. Schattenfall. Hier würden wir nicht viel Schaden machen. Revitalisierungsprotokoll nützt mir gerade wenig. Wir haben bloß noch die 2 Soldaten, die irgendwas anrichten können. Und hier kann ich auch nicht nachladen, da er uns dann angreift. Wer hat sich das bitte einfallen lassen mit diesem blöden Königen? Greif einfach an. Nochmal 3 Schaden. Diese Rüstung ist stark. Ja, aufgetaut, ist schön. Also eigentlich ist das überhaupt nicht schön. Wir könnten nochmal eine Gremlin-Heilung für dich aufbrauchen. So hätte er wenigstens die Chance, noch zu überleben. Heilbot unterwegs. So, du wirst den jetzt angreifen. Wirst du nicht, warum nicht? Was war denn das jetzt für... Beute abgelaufen, das ist schön. Wir haben bloß noch 6 Runden Zeit. Und in diesen 6 Runden müssen wir irgendwie einen Schwerthieb. Wie viel Schaden würdest du machen? 7 bis 9. Dann werde ich hier einmal Sturm und Schuss anwenden. Ich hoffe, der greift mich nicht sofort an. Nein, gut. Dann ziehst du hier rüber. Bin gleich da. Herrscherreaktion auf den hier. Wenigstens daneben, Gott sei Dank. Das gefällt mir hier gerade gar nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Granate geworfen. Vor allem, wie gesagt, wir haben bloß noch 6 Runden. Ziehst du, kannst du dich überhaupt so... Er brennt. Betäubt für 2 Runden. Hier müsste ich wieder nachladen, genauso wie hier drüben. Das hier ist alles ein riesiger Mist. Das hier ist alles ein riesiger Mist, ganz ernsthaft. Gut, dann zerfetzen wir die letzte Rüstung in der Hoffnung, dass wir damit dann noch irgendwas anstellen können. Wer hat sich das einfallen lassen? Ja, er brennt, das ist schön. Der Herrscher zieht jetzt hier rüber. Ich fühle mich nicht so gut. Greift sie an. Ja, in Panik, das ist prinzipiell gut. In Deckung ist jetzt nicht so prinzipiell ganz gut, aber egal. Ja gut, eine Gremlin-Heilung. Für die Shield Maiden. Oh Mann.
ziehst du dich jetzt bitte zurück. Bitte. Einfach zurückziehen. Das ist gut. Das ist sogar prinzipiell sehr gut. Das Einzige, ich kann hier nicht viel anstellen. Gut, einmal nachladen, sonst kann ich nicht viel anstellen. Der Herrscher brennt immer noch. Und wird jetzt wahrscheinlich jemanden töten. Oder sich zurückziehen. Dankeschön. Den Trick kennen wir bereits. Puh. Schön, dass du wieder da bist. Du bist immer noch in Panik. Und du könntest dir prinzipiell noch einmal angreifen. Das heißt, du greifst jetzt einfach mal an, dann haben wir bloß noch 5 Runden Zeit, um die IP zu befreien und hier zu fliehen. So, nochmal 2 Schaden. Du gehst jetzt weg. Husch. Dankeschön, Gottes Willen. Also ganz ernsthaft, in 5 Runden müssen wir jetzt die VIP befreien. Und fliehen, das sollte nicht das Problem sein. Ich hoffe bloß, dass hier keine weiteren Aliens vorhanden sind. So. Du ziehst jetzt einfach mal hier vor. Da sind wir ja noch glimpflich davongekommen. Ganz ernsthaft. Da sind wir glimpflich davongekommen, aber so richtig. Kann ich mich hier noch irgendwo in Deckung? Nee. Aber hier ein Revitalisierungsprotokoll für dich, damit wir unseren Grenadier wieder haben. Zack. Huch. Der hat sich auch gleich teleportiert. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Gottes Willen. So. Einfach hier vorziehen, in der Hoffnung, dass hier keine Aliens mehr sind. Dann ziehst du. Bloß noch 4 Runden Zeit. Kommst du hier hin und kannst die Tür öffnen? Ja, kannst du. Prima. Dann wird jetzt unser Ranger. Hacken, bitte. Hacken. Ich weiß, wir hacken gerade nicht mit dem Hacker, aber das ist mir gerade relativ schnuppe. Ich möchte hier einfach bloß raus. Wahrscheinlich wäre es sogar sinnvoller gewesen, mit dem Hacker das Ganze zu machen. VIP folgt uns. Aber okay. Das ist schön. Status bestätigt. VIP im Schlepptau. Zum Evakuierungspunkt vorrücken. Ja, wir hätten das wahrscheinlich mit dem Hacker machen sollen. Ganz ernsthaft. Aber egal. Jawohl. Egal, egal, egal. Das passt schon so. Momentan bin ich noch hier von diesem blöden, von dieser blöden Berserker-Königin noch zu perplex. Ich hätte das Imitationsgerät natürlich noch verwenden können, aber ich wusste nicht, dass er zuerst auf die Dings geht. Auf die Grenadieren. Ich bräuchte halt noch ein zweites Imitationsgerät. Ganz ernsthaft. So, 4 Runden hätten wir noch Zeit. Das müsste jetzt eigentlich ohne Probleme möglich sein. Ja, gut. Wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Mecker, Mecker, Mecker. Feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Ja, wir hätten bloß noch 3 Runden. Aber das sollten wir eigentlich schaffen. Hoffe ich zumindest sehr. Waffe geladen. Mir entgeht nichts. So, zack. Bestätigt. Überwachung läuft. Zack. Ihre Feuerschutz. Du ziehst jetzt einfach mal vor. Ist das eine schlaue Idee? Wahrscheinlich nicht. Darum warten wir noch eine Runde ab. Und der Rest muss dann so schnell wie nur irgendwie möglich hier raus. So, die 3 Soldaten sind jetzt auch nicht das Problem.
Kontakt zu einer Edwin-Stellung. Diese blöde Königin, um Gottes Willen. Die hat aber auch Leben zum geht nicht mehr. Ich hätte das Ganze auch anders machen können, ohne Frage. Habt ihr das gesehen? Erledigt. Aber wir hatten da relativ viel Glück, muss ich sagen. So, jetzt haben wir bloß noch zwei Runden. Und in diesen zwei Runden müssen wir hier raus. Okay, bin unterwegs. Zack. Zieht vor, zieht so weit vor wie nur möglich. Wir müssen evakuieren. Spurte los. So, theoretisch mich könnte ich evakuieren. Und den VIP, wenn mich das nicht alles täuscht. Hey, dich könnte ich auch noch evakuieren. Das heißt, Lena Weiß ist schon mal in Sicherheit. Diese blöde Königin, um Gottes Willen. Also ganz ernsthaft. Das mit diesen Herrscher-Dingen, dass die nach wirklich jeder Aktion eine eigene Aktion erhalten, das... Wow. So, VIP ist in Sicherheit, das ist schön. Ich bin jetzt auch in Sicherheit. Jetzt haben wir bloß noch die drei Soldaten, die wir dann in der Runde rausbringen. Ja, ich bin ja schon unterwegs. So. Tova Levin ist draußen. Emily Hall ist draußen. Und als letztes noch Jopa, wenn mich nicht alles täuscht. Jopa von Schwarzberg ist dann auch draußen. Wir haben die Mission abgeschlossen. Haben den nächsten Herrscher aufgedeckt. Und das gefällt mir gar nicht. Bestätigt. Mission erfüllt. Um Gottes Willen. Man merkt mir vielleicht an, ich bin nicht sonderlich begeistert davon. Trefferquote 100%, Respekt. Ich bin nicht sonderlich angetan davon, dass wir doch einen Herrscher haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Herrscher gibt's. Gibt's drei? Ich kenne die nicht. Den Vipernkönig, den haben wir mittlerweile besiegt. Als nächstes haben wir jetzt diese blöde Berserkerkönigin. Die haben wir eigentlich auch ordentlich zertrümmert, muss ich sagen. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich muss sagen, wir haben die ordentlich zerdeppert. Muss ich schon sagen. Wir haben Pi mal Daumen, anderthalb Lebensbalken abgezogen von dreien. Das heißt, in der nächsten Mission sollten wir diese blöde Königin auch endlich besiegt haben. Und wir sind sowas von glimpflich davongekommen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir jemanden verlieren. Gut, dass ich die zwei Medikits verwendet habe. Schwer verwundet 14 Tage für Jopa. Das soll mir noch recht sein. Wie gesagt, wir haben sowas von viel Glück gehabt. Das glaube ich gar nicht. So, Konstantin Worobjow gehört jetzt auch uns, ein Ingenieur. Das ist relativ schön. Könnten wir jetzt mit dem irgendwas machen? Die Alienmaschinen könnten wir schneller entfernen damit. Warum auch nicht? Jetzt dauert es bloß noch... Hallo? Warum kann ich hier nicht raus? Jetzt kann ich raus. Jetzt dauert das Ganze bloß noch 4 Tage. Die Mechanisierten werden in 3 Tagen fertig. Vorratslieferung verfügbar, das ist schön. Ein verlassenes Lager, das interessiert mich nicht. Das Einzige, den schwarzen Rauch, den würde ich noch gerne Avenger berechnet neuen Kurs. Haben. Ich hoffe bloß, dass jetzt nicht irgendjemand auf die Idee kommt, noch eine Mission uns reinzuhauen. Das wäre nämlich nicht so sonderlich schön. Wir haben noch einen Punkt beim Avatar-Projekt. Gottes Willen. Die Aliens kommen der Fertigstellung dieses Avatar-Projekts immer näher. Wir müssen sie um jeden Preis aufhalten. Es fehlt jetzt bloß noch ein Punkt, damit sie das Avatar-Projekt abschließen. Das heißt, wir sollten uns spätestens jetzt Kontaktkosten der nächsten Region reduziert um 50%. Das ist sehr, sehr schön. Dann die Vorratslieferung, 3 Tage. Und als nächstes müssen wir unbedingt
hier dieses Avatar-Projekt zurücksetzen. Den Schädelstecker haben wir immer noch nicht erforscht. Aber wenigstens haben wir jetzt die mechanisierte Kriegsführung erforscht. Die Spark-Einheiten. Endlich mal. Helix Railgun, das ist ja schön, einen Spark. Der vom verstorbenen Dr. Raymond Shen noch vor der ersten Invasion vor über 20 Jahren entwickelte und von uns gefangen genommene Spark-Roboter-Prototyp diente einem Anschein nach als Vorlage für alle folgenden Advent-Mech-Entwürfe. Spark ist eine Roboter-Kampfeinheit, die sowohl defensive als auch aggressive Rollen im Gefecht einnehmen kann. Und jetzt den Schädelstecker. Bitte. Feldmedizin ist sehr schön. Das brauchen wir nicht. Verschiedene Arten von Munition ist auch ganz schön. Das Einzige, wir bräuchten den Schädelstecker. Das braucht jetzt allerdings 17 Tage. Wir könnten erstmal die experimentelle Munition nach unten verschieben, damit wir den Schädelstecker so schnell wie nur möglich erforschen. Auch wenn 7 Tage nicht so schnell wie nur möglich ist, aber wie auch immer. Ich bräuchte eine Spark-Einheit. Wie kann ich die rekrutieren? Soldaten anzeigen. Ah, da ist ein Spark. Dann möchte ich mir das mal anschauen. Individualisieren könnten wir. Die schauen natürlich sehr, sehr schön aus. Zerfetzen, Übersteuerung, Arsenal, mechanisches Kassis und Hacken kannst du. Soldatenfähigkeiten. So, entweder Spark oder was steht da? Übersteuerung. Nein, das wollte ich nicht. Oder Übersteuerung. Kampf der Zukunft. Oder Übersteuerung. Dann werde ich mal in der nächsten Mission den Spark verwenden, würde ich mal fast sagen. Spark-Rüstung, schweres Automatikgeschütz, Spark-Bit. Was ist denn das? Die Bit-Drohne. Interessant. Und den Raketenwerfer. Also mit dieser Einheit werde ich sehr viel Spaß haben. Das sage ich jetzt schon. Kann ich hier eigentlich Testbereich... Die Angewohnheit zu haben, an der Narbe auf seinem Kopf zu kratzen. Hat denn jemand nachgesehen, ob der Chip wirklich weg ist? Also ich könnte hier noch einen Spark herstellen, wenn ich genügend Vorräte hätte. Allerdings habe ich die nicht. Darum lassen wir das Ganze mal. Und hier würde ich noch sehr, sehr gerne die Vorräte haben. So, die Alien-Maschinen sind weggeräumt, das heißt, theoretisch könnte ich hier was bauen. Wir brauchen die Kontaktzentrale. Wir brauchen die Kontaktzentrale und ich möchte dieses Psi-Forschungslabor haben. Halt, stopp. Wie viel kostet die Kontaktzentrale? Kommunikationszentrale könnten wir bauen in 16 Tagen. Ja, ist gut. In 8 Tagen wäre das fertig. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben für gar nichts Zeit. Neues Personal verfügbar, das soll mir relativ schnuppe sein. Den Kampf der Zukunft haben wir. Hier gäbe es 3 Punkte, hier gäbe es einen Punkt. Dann werde ich mich als nächstes hier um Neubrasilien kümmern, sobald wir denn die blöde Kontaktzentrale fertig haben. Die Kommunikationszentrale. Und das dauert noch 7 Tage. In der Zwischenzeit können wir uns darum kümmern. Der Schädelstecker ist in 6 Tagen fertig. Schauen wir hier jetzt mal was an. 9 Tage würde das dauern, bis Jopa wieder fit ist. 9 Tage, das ist eine ganze, ganze Menge. Wie viel kostet hier jetzt... Die Verteidigungsmatrix könnten wir natürlich auch bauen. Wäre eigentlich sogar ganz nett, wenn mal wieder ein UFO auftaucht. Und hierfür bräuchte ich 175 Vorräte. Das ist viel zu viel gerade. 9 Tage. Was machen wir in 9 Tagen? Hier gäbe es Informationen. Hier bloß den Schwarzmarkt. Schneller bauen wäre natürlich auch sehr schön. Als nächstes kümmere ich mich dann um die Advent-Geheimeinrichtung, würde ich fast sagen. Erstmal nach Hause ins Lager. Bald müsste auch der nächste Vergeltungsschlag ankommen. Willkommen, Commander.
Ein Ingenieur, Scan-Bonus, Informationsbeschaffung brauchen wir alles nicht. Wir bleiben bei schneller bauen, würde ich sagen. Aber das war's für die heutige Folge, beziehungsweise für die vorgestrige und für die heutige Folge. Nicht zugewiesener Ingenieur. Das ist mal interessant, dann haben wir hier eben mehr Energie. Was haben wir hier noch? Widerstandskommunikation ausgelastet, das ist ja schön. Das war's jetzt allerdings für die heutige Folge. Wir hatten mehr Glück als Verstand, das gibt's doch nicht. Offen Spark benötigt. Hey, Commander. Aha, hier könnte ich dann den Spark wieder reparieren. Okay, gut zu wissen. Das war's dann. Jetzt aber wirklich, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wie immer gilt, grüßli, euer Mr. Kruzi.